Wir nehmen Fahrt auf in Richtung Wochenende. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, live bei Ron am Freitagabend. Sie geben hoffentlich in diesen Tagen aber auch generell nicht zu viel Gas, denn momentan findet der deutschlandweite Blitzermarathon statt, Moritz. Und deswegen wird auch bei uns in der Region fleißig kontrolliert. Ja, einen schönen guten Abend. Genau, das wird heute Thema bei uns in der Sendung sein. Aber wir schauen auch auf den Freiwilligentag. Wo Sie am 21. September mit anpacken können, das erfahren Sie gleich. Sportlich schauen wir heute selbstverständlich wieder nach Paris. Denn einige unserer Athleten haben auch heute wieder Medaillen geholt. Ja, und sportlich schauen wir auch nach Mannheim. Denn da fand heute der Trainingsauftakt der Adler Mannheim statt. Und Thema bei uns in der Sendung wird heute der Sport Award Rhein-Neckar sein. Also einiges los. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ron. Autofahrer, aufgepasst, noch bis Sonntag findet der deutschlandweite Blitzermarathon statt. Dieser hat aber auch einen guten Grund, denn zu schnelles Fahren verursacht immer noch die meisten Todesopfer im Straßenverkehr. Deswegen wird auch bei uns in der Region fleißig kontrolliert. Im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheims wurden in den ersten 4 Tagen über 1000 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Wir haben mal eine solche Kontrolle begleitet. Mara Benkert und Diem Gutnecht berichten. Führerschein, Fahrzeugpapiere und Ihren Ausweis, bitte. Diesen Satz wollte dieser Autofahrer bestimmt lieber nicht hören. Der wird jedoch diese Woche noch des Öfteren fallen. Noch bis Sonntag findet einer der alljährlichen Blitzermarathons statt. Auch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben sich beteiligt. Wieso dieser Fahrer in eine der Blitzerfallen getappt ist, erklärt er uns mit einer ganz simplen Antwort. Weil ich zur Arbeit gehen musste und ganz dringend aufs Klo gehen musste. In der Helmut-Kohl-Straße in Mannheim tappen besonders viele den Beamten in die Falle. Alleine in 2 Stunden konnte die Polizei 22 Geschwindigkeitsüberschreitungen feststellen. Darunter sind auch 3 Fahrer, die mehr als 40 km/h zu schnell sind. Normalerweise gilt auf dieser Fahrbahn 50 km/h, doch durch die Baustelle, die da vorne kommt, sind es dann doch nur noch 30 und deswegen gehen natürlich viele Autofahrer der Polizei ins Netz. Unter anderem die Fahrerin dieses SUVs. Sie wurde mit 71 km/h nach Abzug erwischt. In einer 30er-Zone würde das für sie nicht nur eine ordentliche Geldstrafe, sondern auch 2 Punkte sowie 1 Monat Fahrverbot bedeuten. Aber Sie sind ungefähr 5 bis 10 Meter vor dem 30er-Schild gelasert worden. Sie sind also immer noch so schnell, aber damit sind Sie natürlich nicht mehr im Fahrverbot. Also nochmal Glück gehabt. Die paar Meter später war sie zwar wahrscheinlich nicht viel langsamer, das kann ihr aber nun nicht nachgewiesen werden. Der kurze Schock wird ihr wohl trotzdem eine Lehre gewesen sein. Ich bin so erleichtert, ja. Bei so einem Blitzermarathon gehen der Polizei aber nicht nur Verkehrssünder ins Netz. Neben Tempovergehen entdecken die Beamten aber auch andere Verstöße. So wie bei dem Fahrer dieses weißen Transporters. Er kommt aus dem Ausland. Laut Ausweis dürfte er sich gar nicht mehr in Deutschland aufhalten und soll zusätzlich ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren sein. Wie es jetzt für den Autofahrer weitergeht, erklärt uns Michael Schwenk, der Polizeihauptkommissar. Das Fahrzeug bleibt jetzt hier stehen, es wird am Kontrollort abgestellt, ordnungsgemäß. Und dann begleitet uns der Herr aufs Polizeirevier und erklären wir alles weitere ab. Doch wofür ist so ein Blitzermarathon überhaupt gut? Bei einigen Autofahrern löst die kleine Laserpistole einen ganz schönen Puls aus. Überhöhte Geschwindigkeit, nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor Hauptunfallursache Nummer 1 und führt dazu, dass wir im letzten Jahr mehr als 150 Verkehrstote beklagen mussten. Von daher, wir wollen aufmerksam machen, wir wollen die Leute belehren, wir wollen ihnen Hinweise geben und natürlich geht es nur durch solche Kontrollen. Damit gibt es natürlich für den ein oder anderen Autofahrer mehr ein kleines Knöllchen. Die Sanktion gehört dazu, das verstehen auch viele, da gibt es sehr viel Einsicht und das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen die Leute sehen, dass sie einsichtig sind, dass sie einen Fehler gemacht haben und das hilft uns viel mehr. Diese Einsicht konnten auch wir miterleben, auch wenn sich der ein oder andere auch gerne schon vor der Kontrolle aus dem Staub gemacht hätte. Also freiwillig vom Gas, dann tun sie sich und anderen etwas Gutes und gemeinsam da sein für andere, das ist ja die Idee des Freiwilligentages der Metropolregion Rhein-Neckar. In diesem Jahr werden aus dem Tag ja Tage. Am 21. September geht's los und Sie können wieder fleißig mit anpacken und zwar beispielsweise in Herxheim und in Ludwigshafen. Welche 2 Projekte es da genau gibt, Katharina Walter stellt sie Ihnen vor. Prima fürs Klima. Die Freiwilligentage der Metropolregion Rhein-Neckar präsentiert Ihnen die Klimaarena in Sinsheim.
Das hier ist Rocket, eine der Ziegen hier im Wildpark in Ludwigshafen. Der lässt sich füttern, der lässt sich schmusen. Und wenn auch Sie ihn schmusen wollen, dann kommen Sie doch einfach vorbei am diesjährigen Freiwilligentag. Außer den Ziegen gibt es auch noch jede Menge andere Tiere. Ein paar wollen schmusen, für andere braucht es ihre Hilfe. Gabriele Bindert, die Leitung des Wildparks, erklärt uns warum. Am 21. September ist ja Freiwilligentag Metropolregion und da ist etwas, was wir anbieten, hier den Zaun für unseren Wiesentbullen, der inzwischen 14 Jahre alt ist, zu ertüchtigen. Denn wir wollen ihm gerne Gesellschaft bieten und dazu muss der Zaun einfach sicher sein. Ein sicherer Zaun ist wichtig, denn schon bald werden zwei neue Jungbullen in das Gehege einziehen. Davor muss jedoch noch einiges getan werden. Wir schauen uns mal direkt hier das Objekt der Begierde an. Das ist einmal, haben wir hier vorbereitende Arbeiten getroffen, indem wir da schon Bohrungen angebracht haben, um dann diesen Elektrozaun dort anzubringen mit den Abstandhaltern, den Draht. Und wir gemeinsam wollen hier im Vorhinein zum Schutz für die Besucher einen Zaun errichten. Gestartet wird am 21. September um 9 Uhr mit festem Schuhwerk, Arbeitskleidung und jeder Menge Leckerlis. Natur pur ist auch das Motto unseres nächsten freiwilligen Projekts hier im St. Paulus-Stift in Herxheim. Ein grüner Ort zum Wohlfühlen mit jeder Menge Attraktionen, zum Beispiel einem Klanggarten. Hört sich gut an, ist aber doch schon etwas in die Jahre gekommen. Und dabei kommen Sie ins Spiel, und zwar am 24. September, denn da soll dieser Klanggarten wieder auf Hochglanz gebracht werden. Und auch die anderen Klangelemente scheinen doch schon etwas älter zu sein. Aber nicht nur dort wird dringend Hilfe benötigt. Geschäftsbereichsleiterin Natascha Lettner zeigt uns, wo die Freiwilligen anpacken dürfen. Der Barfußpfad soll neu gestaltet werden oder wieder aufgehübscht werden. Ist für die Bewohner, für die Menschen, die hier leben, natürlich auch sehr, sehr wichtig wegen der sinnlichen Wahrnehmung der verschiedenen Untergründe. Und natürlich unser Ziel, das auch barrierefrei zu gestalten, ohne Übergänge, dass auch Menschen im Rollstuhl diese Erfahrung natürlich machen können. Am 24. September heißt es dann, aus alt mach neu und das bei gutem Essen und gutem Trinken. Also, haben Sie Lust bekommen? Dann einfach anmelden und vorbeikommen hier im St. Paulus-Stift in Herxheim. Die Freiwilligentage der Metropolregion präsentierte Ihnen die Klimaarena in Sinsheim. Erlebe, was du tun kannst. Die A65-Anschlussstelle Landau Süd ist von morgen bis zum 25. August gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten an einer Bahnbrücke im Bereich der B38. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Sie führt über Landau Süd, über Landau Zentrum und über Rohrbach. Weitere Meldungen des Tages haben wir jetzt für Sie und die hat Lydia gleich zusammengefasst. Schweinepest breitet sich aus. Die afrikanische Schweinepest ist inzwischen im Rhein-Neckar-Kreis angekommen. Das hat Minister Peter Haug heute bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz bekannt gegeben. Ein sichtbar erkranktes Tier sei in der Nähe von Hemsbach innerhalb der bestehenden Restriktionszone durch einen Jäger erlegt worden. Um die weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, werden die bereits eingerichteten Sperr- und Pufferzonen in der Region erweitert. Kampf gegen Müllsünder. Da die Stadt Ludwigshafen ein großes Problem mit illegalen Müllhaufen hat, werden jetzt Videokameras installiert, um die Übeltäter zu überführen. Dem hat der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte zugestimmt. Die Bedingungen? Unbeteiligte Bürger und Hauseingänge müssen verpixelt und geschwärzt werden. In der Hafenstadt sei das Ausmaß so heftig, dass der Unrat Ratten anlockt, was gesundheitsgefährdend ist. Die Kameras werden ab dem 15. August an 4 verschiedenen Plätzen in der Innenstadt genutzt. Gemeinsam gegen Kippendreck. Heute Vormittag ist das Ergebnis der Aktionswoche, bei der fleißig Zigarettenstummel gesammelt wurden, auf dem Mannheimer Marktplatz vorgestellt worden. Beteiligt waren der Stadtraumservice Mannheim sowie verschiedene ehrenamtliche Organisationen, darunter Rhein Cleanup. Die Aktion soll darauf aufmerksam machen, wie schädlich die Stummel für die Umwelt sind. Es gibt Untersuchungen, die sagen, wenn die Kippe in der Natur landet und durch den Regen die Giftstoffe aus dem Filter ausgespült werden und durch das Erdreich ins Grundwasser kommen, kann eine Kippe alleine bis zu 40 Liter Grundwasser verseuchen. Und das ist schon eine Menge, würde ich sagen. Innerhalb der Aktionswoche kamen mehr als 140.000 Zigarettenreste zusammen. Mehr Insolvenzen.
Zwischen Januar und Mai haben rund 40% mehr Unternehmen in Baden-Württemberg eine Insolvenz angemeldet als im Vorjahreszeitraum. Bisher sind etwas mehr als 1000 Betriebe in Konkurs gegangen, im vergangenen Jahr waren es ca. 700. Vor allem das Baugewerbe und der Handel sind davon betroffen. Mehr als die Hälfte der Meldungen kamen von jungen Unternehmen, die weniger als 8 Jahre aktiv sind. Bei den Privatpersonen ist die Zahl um knapp 15% gestiegen. Wir gehen nach Paris und schauen zu den Olympischen Spielen. Die deutsche Handballnationalmannschaft ist soeben ins Finale eingezogen. Das Team um Juri Knorr, Yannick Kohlbacher und David Späth von den Rhein-Neckar-Löwen hat Spanien bezwungen. Und das haben auch die deutschen Frauen im Fußball. Die haben sich ebenfalls gegen Spanien durchgesetzt und sensationell Bronze gewonnen. Einer war noch besser, der hat heute seine 2. Goldmedaille gewonnen. Max Lemke Kanute aus Mannheim. Moritz Voss fasst zusammen. Ein Siegerselfie, das schöner nicht sein könnte. Max Lemke und sein Teamkollege strahlen nach ihrem 2. Olympiaerfolg um die Wette. Die Deutschen um den Mannheimer Lemke lassen der Konkurrenz im K2 nicht den Hauch einer Chance, ziehen von Beginn an davon und retten ihren Vorsprung bis ins Ziel. Nach dem Erfolg gestern im Viererkajak ist es für das Duo schon die 2. Goldmedaille in Paris. Das hat, glaube ich, zu dem Ergebnis gestern und heute geführt, dass wir uns jeden Tag gegenseitig gepusht haben im Training, dass wir jeden Tag nochmal eine Schippe draufgelegt haben, unser Limit gegangen sind. Und ja, das macht uns einfach unglaublich glücklich jetzt. Und ich kann es auch gar nicht richtig in Worte fassen, dass wir das echt geschafft haben, hier 2-mal Gold zu gewinnen. Alles gegeben haben auch die Hockeyherren, die sich über Silber freuen können. In einem Nervenkrimi müssen sich die Deutschen gestern Abend den Holländern geschlagen geben. Die Deutschen um die Mannheimer Theo Hinrichs, Gonzalo Payat und Justus Weigand verlieren das Finale um Gold im Penaltyschießen. Den einzigen deutschen Treffer im Penaltyschießen erzielt der Mannheimer Weigand. Dramatische Szenen liefert gestern auch Malaika Mihambo im Weitsprung. Die Oftersheimerin legt alles in ihre 6 Versuche. Herzblut, Wille und ganz viel Energie. So viel, dass sie bis zu Silber springt, nach dem Wettbewerb aber völlig entkräftet im Rollstuhl aus dem Stade de France gefahren werden muss. Noch im Juni hatte sie sich mit Corona infiziert. Es ist für mich ein sehr goldenes Silber, weil ich mir vorstelle, das muss erstmal jemand schaffen. Ne? Also mit unter den Grundvoraussetzungen. Das kostet einfach Körner, mental wie natürlich auch körperlich. Von daher, ich bin sehr, 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 sehr zufrieden mit meinem Wettkampf. Silber in der Tasche und doch viel wichtiger, sie kann wieder lächeln und hat alles gegeben. Genau das ist heute Abend auch das Motto von Yemisi Ugonehe. Die Mannheimer Kugelstoßerin hat eine Medaille fest im Blick. Ihr Wettkampf beginnt heute um 19.30 Uhr. Die Daumen sind natürlich gedrückt und mehr Sport gibt's gleich bei uns in der Sendung. Wir sprechen über den Sport Award Rhein-Neckar. Erstmal eine kurze Pause, bis gleich nach der Werbung. Willkommen zurück bei Ron. Bei den aktuellen Temperaturen schaut man ja schon etwas neidisch auf die Spieler der Adler Mannheim. Die sind seit heute wieder in der kühlen SAP-Arena aktiv. Wenn man aber deren Programm sieht, dann war es das schon wieder mit dem Neid, denn die DEL-Cracks sind mitten in der Vorbereitung und da ist ordentlich Schwitzen angesagt. Mein Kollege Max Hartl war heute beim offiziellen Trainingsauftakt mit dabei. Er gibt wieder das Kommando auf dem Eis. Dallas Eakins ist zurück in der Quadratestadt. Und er hat viel vor mit seiner Mannschaft. Wir wollen ein konstant meisterschaftsfähiges Team aufbauen. Das heißt nicht, dass wir die Meisterschaft gewinnen, aber dass wir immer um die Meisterschaft kämpfen. Das würde mit Sicherheit auch den Fans der Adler gefallen. Zum Trainingsauftakt strömten Hunderte von ihnen in die SAP-Arena, um ihre Idole anzufeuern und auch das eine oder andere Autogramm abzustauben. Super Gefühl, man kommt hier raus und die Halle ist voll. Es hat Spaß gemacht heute, die Jungs waren alle gut drauf. Man merkt, dass eine große Vorfreude da ist von uns, aber auch von den Fans. Und ja, wenn es nach mir geht, könnte es jetzt schon bald losgehen. Nach der enttäuschenden vergangenen Saison gab es bei den Adlern einen Umbruch im Kader. Dabei sind unter anderem mit Dennis Reul und David Wolf nicht nur Schlüsselspieler, sondern auch Identifikationsfiguren gegangen. Mit Lukas Reichelt und Marc Michaelis sind Spieler mit Mannheimer Stallgeruch dazugekommen. Es könnte aber auf dem Transfermarkt durchaus noch etwas passieren. Ich mag unsere Gruppe und wo wir gerade stehen. Wenn sich der richtige Spieler präsentieren würde, von dem wir denken, dass er gut für unsere Gruppe wäre, dann würden wir das sicherlich machen. Die Adler sind nämlich noch auf der Suche nach einem Top-Stürmer. Dallas Eakins hat noch einiges vor mit den Adlern. Der Amerikaner möchte eine Ära prägen. Auch deshalb hat er sich dazu entschieden, Trainer und Manager in der Quadratestadt zu bleiben. The main reason
Der Hauptgrund, wenn ich einen nennen müsste, war Herr Hopp. Wir denken sehr ähnlich. Wir wollen beide unbedingt nicht nur unser Profiteam, sondern die ganze Organisation besser machen. Er hat mich wirklich dazu inspiriert, weiterzumachen und diesen Weg gemeinsam zu gehen. Dieser Weg führt die Mannheimer zunächst in eine harte Vorbereitungswoche mit teilweise 2 Einheiten pro Tag, bevor es dann ins Trainingslager nach Kitzbühel geht. Dallas Eakins hat seine Spieler in der Vorbereitung übrigens auch schon die Himmelsleiter am Königstuhl hochgejagt. Ein symbolisches Bild für den harten Weg nach ganz oben. Na, ganz oben wollen auch die Sportler aus der Region. Am 21. Oktober findet nämlich wieder der Sport Award Rhein-Neckar im Mannheimer Rosengarten statt. Und in einer Kategorie haben Sie die Wahl. Sie dürfen wieder entscheiden, wer Publikumsliebling wird in diesem Jahr. In insgesamt 9 Kategorien werden die besten Sportler und engagierte Vereine ausgezeichnet. Den Award Pfalzkom Publikumsliebling können die Sportfreunde der Metropolregion Rhein-Neckar aber wieder selbst vergeben. Noch bis zum 13.8. können Sie auf den Sport Award Internet Seite ihren Vorschlag einreichen. Vom 16.8. bis zum 15.9. läuft dann die Abstimmung. Beim vergangenen Sport Award haben 6.095 Fans ihre Stimme abgegeben. Gewonnen hat damals der Oftersheimer Triathlet Dirk Oswald. Und den darf ich jetzt recht herzlich hier bei uns im Studio begrüßen, zusammen mit Andrea Michels, Geschäftsführerin der Sportregion Rhein-Neckar. Dirk, wie überrascht waren Sie damals, diesen Preis gewonnen zu haben? Ja, es war eine riesen Überraschung für mich. Ich habe in dem Moment zurückgedacht, vor 6 Jahren, als ich mit Triathlon angefangen habe, 35 Kilo mehr, noch viel geraucht, viel Alkohol getrunken, nichts mit Sport zu tun gehabt, mich dann da reingebissen, ja, viel Leidenschaft und Disziplin aufgebracht und mich für die Weltmeisterschaft auf Hawaii qualifiziert und da quasi gerade zurückgekommen aus Hawaii und dann den Sport Award zu gewinnen, den Publikumsliebling. Das war dann so das i-Tüpfelchen auf dieser Reise für mich. Eine tolle Geschichte. Also Andrea, jetzt wird der Nachfolger, die Nachfolgerin von Dirk gesucht. Bis kommenden Dienstag kann man noch Vorschläge einreichen. Was ist denn die Voraussetzung, um sie überhaupt aufstellen zu lassen? Die Voraussetzung ist im Prinzip, dass man andere Menschen begeistert mit dem, was man tut. Also jeder Sportlerin, Sportler kann vorgeschlagen werden. Das heißt, da gibt es nicht die Pflicht, dass man ein super Leistungsniveau hat oder sich für den Triathlon qualifiziert und für den Ironman, sondern es kann einfach jeder vorgeschlagen werden. Jeder, den ihr gerne auf dem Siegertreppchen sozusagen sehen möchtet, hat die Chance, da oben zu stehen. Und dann heißt es heute in einer Woche, wenn dann das offizielle Voting beginnt, abstimmen, abstimmen, abstimmen. Wie haben Sie das damals gemacht, die Fans mobilisiert? Ja, das hat gezeigt, dass die Triathlon-Community einfach eine super Community ist. Ja, ich habe da natürlich über Social Media auch Aufrufe gemacht, im Verein bei uns, in Oftersheim auch. Und ja, letztendlich hat es dazu geführt, dass die Geschichte eben honoriert wurde und dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Wie es dann letztendlich ausgeht, erfahren wir am 21. Oktober. Wie groß ist generell die Vorfreude auf den Sport Award in diesem Jahr? Also die Vorfreude ist immer riesig, sowohl bei den Organisatoren ist natürlich auch die große Anspannung im Vorfeld, aber natürlich auch bei den Sportlerinnen und Sportlern. Einfach diese große Vielfalt, die da oben geboten wird, von dem Superleistungssport bis hin zu den anderen Kategorien mit Top-Vorbild, Verein und Ehrenamt, da ist die Vorfreude einfach riesengroß. Auch Team Paris, wir haben eben gerade schon gehört, wen wir dann wahrscheinlich alles sehen werden. Also da, wir feiern auch das Welcome Back des Team Paris, das offizielle im Rahmen des Sport Awards. Von dem her nicht nur Pfalzkom Publikumliebling als Besonderheit für das Publikum, sondern auch die Sportler zu treffen vor Ort dann. Thema Paris gab jetzt gerade eine sensationelle Goldmedaille. Thema Triathlon, Dirk, Tim Hellwig aus Neustadt. Wie überraschend war das? Sie haben es ja bestimmt auch verfolgt. Ja, also die Einzelwettbewerbe sind leider ein bisschen unglücklich gelaufen. Die 2 Frauen sind gestürzt, in aussichtsreicher Position, muss man sagen. Bei den Herren war nicht so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Da dachte man auch, man ist ein bisschen weiter vorne. Aber dass es bei der Staffel ganz weit nach vorne gehen kann, war klar im Vorfeld. Aber ich meine, die letzten 300 Meter von Laura Lindemann, da habe ich den Fernseher selbst angebrüllt und habe sie da versucht irgendwie. Das war schon sensationell, das war richtig cool. Andrea, Sie sind heute aus Paris zurückgekommen, waren die letzten Tage vor Ort, konnten die Athleten aus der Region auch begutachten. Wie fällt da generell Ihr Fazit ab aus der deutschen Sportler? Wir haben ja heute noch einige Eisen im Feuer. Ja, haben wir. Da sind natürlich auch die Daumen gedrückt. Es war
natürlich überwältigend, wenn man da so ein bisschen olympische Luft schnuppern darf. Und auch, die geben alle ihr Bestes, die trainieren ewig auf ein Ziel hin. Und da ist natürlich das ein absolutes Highlight, wenn man dann in Paris abräumen kann, beziehungsweise seine beste Leistung bringen kann. Und da war ja einiges schon zu sehen und da drücken wir weiter fleißig die Daumen. Und vielleicht hat der ein oder andere dann die Chance auch, sozusagen das i-Tüpfelchen auch in diesem Jahr dann nochmal zu bekommen, indem sie dann auch noch den Sport Award mit nach Hause nehmen. Dann hoffen wir zum einen das, aber zum anderen auch, dass sich noch viele Menschen anmelden für den Publikumspreis und entsprechend auch dann viel gewotet wird, damit ein würdiger Nachfolger von Dirk Oswald gefunden wird. Vielen Dank Ihnen beiden hier heute für den Besuch. Dankeschön. Danke. Dann schauen wir noch nach vorne in Richtung Wochenende. Es soll ja wieder warm werden. Heißt, wir können die Tage entspannt am See oder auch im Garten verbringen. Und eine Handbewegung gehört damit dazu. Ja, diese hier. Wir wollen uns vor den Wespen schützen. Es gibt bestimmte Tricks, wie wir uns davor schützen können. Und bei einem spielt sogar die Frisur eine Rolle. Wir treffen Imker und Wespenberater Dirk Wacker, der hier mehrere Bienen- und Wespenvölker hat. Zusätzlich ist Arzt Martin Biermann dabei, falls jemand allergisch auf einen Stich reagiert. Denn bei dem, was wir jetzt alles auftischen werden, wird es nicht lange dauern, bis die Wespen kommen. Das heißt ja, es soll helfen, wenn man die erste einfängt. Warum soll das helfen? Die Wespe fliegt in den Bau zurück, sagt Bescheid, wo sie was gefunden hat zu fressen. Mhm. Andere kommen hinterher. Und das verhindern wir gerade. Obwohl tausende Wespen in nächster Nähe sind, dauert es gut 7 Minuten, bis die nächste kommt. Tipp Nummer 1. Die erste Wespe am Tisch einfangen bringt eine Zeit lang Ruhe. Und was ist mit diesem Haushaltstipp? Eine Sache habe ich noch im Petto, Nelkenöl. Das sind ätherische Öle. Für uns riechen sie gut, für die Tiere nicht. Wenn man im Frühjahr zum Beispiel Rollladenkästen damit einsprüht, die Königinnen, die fliegen bis auf einen halben Meter an diesen Rollladenkasten ran. Und fliegen dann wieder ab. Unser Tipp Nummer 2. Nutzen Sie Nelkenöl, um Wespennestern vorzubeugen. Rolf Witt ist führender Wespenforscher und erklärt uns, wieso auf diesem Hof gleich etliche Wespen unser Essen belagern werden. Das geht ziemlich schnell. Die reden nicht direkt miteinander, sondern die nehmen die Duftmoleküle in der Luft wahr und können die mit ihren Fühlern riechen. Deshalb unser dritter Tipp. Bieten Sie den Wespen eine Alternative an. Platzieren Sie zum Beispiel geschnittenes Obst 5 bis 10 Meter von Ihrem Tisch entfernt. Eigentlich sind Wespen aber Fleischfresser. Damit füttern sie auch ihren Nachwuchs. Erst wenn der groß ist, stürzen sie sich mehr auf die süßen Sachen. Auch Parfüms locken sie an. Deshalb Tipp Nummer 4. Vermeiden Sie süße und starke Parfümdüfte. Die machen Wespen gerne mal aggressiv. Und dann gibt es noch ein Problem. Anna hat einen kleinen Nachteil gegenüber vielleicht den Herren. Sie hat nämlich lange Haare. Die Haare, die bewegen sich, die beunruhigen dadurch die Wespen. Tipp Nummer 5. Binden Sie Ihre Haare zusammen, denn vor allem dunklere und lange Haare machen Wespen unruhig. Ähnliches gilt auch für die Kleidung. Daher auch direkt Tipp Nummer 6. Tragen Sie lieber helle Kleidung. Angeblich soll brennendes Kaffeepulver ja gegen Wespen helfen. In unserem Test geht das aber nach hinten los. Die Tiere werden noch unruhiger. Deshalb Tipp Nummer 7. Schieben Sie die Tiere lieber vorsichtig mit der Hand weg. Ja, so kostet es etwas Überwindung, klappt aber. Bei unserem Testteam erwischt es plötzlich Kameramann Jan. Er hockt direkt vor einer Einflugsschneise eines Nests. Das mögen sie nicht, er wird gestochen. Den ersten Stich. Nicht dein Ernst. Doch, die an der Stirn. Naja, wir wollten ja sowieso testen, was am besten gegen einen Stich hilft. Bei Jan probieren wir es mit einer Zwiebel. Brennt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es wirklich hilft. Es macht sicherlich eine kurzzeitige Linderung, weil da ätherische Öle drin sind. Und das macht ein bisschen Kühlung. Aber ansonsten hat das nichts mit dem Wespenstich zu tun. Wenn ich meinen Wespenstich kühlen will, dann mache ich das besser mit Eis. Ob Bienen- oder Wespenstich, unser Tipp Nummer 8, den Stich mit Eis kühlen. Helfen soll auch ein Hitzestift aus der Apotheke. Um den zu testen, lässt sich unsere Reporterin Marlena jetzt extra stechen. Den Stift 5 Sekunden auf den Stich halten, am besten direkt 2-mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Stift liegt, aber zumindest, ich fühle überhaupt keinen Schmerz. Das Gift besteht ja aus Eiweißen und die denaturieren bei einer bestimmten Temperatur. Wenn man also dieses Gerät aufbringt auf die Haut, was die Haut dann erhitzt, das kann sicherlich frühzeitig die Wirkung des Stiches schon stark abschwächen. Hier ist somit unser 9. Tipp. Hitze hilft unmittelbar nach dem Stich am besten. Unsere besten Freunde werden die Wespen sicher nicht, aber bei all den Tipps können wir den Sommer friedlich nebeneinander herleben.
Dann sind Sie doch jetzt bestens vorbereitet für die kommenden Tage. Fehlt noch der Blick aufs Wetter? Der kommt jetzt. Unter Hochdruckeinfluss erwartet uns zum Start in das Wochenende tolles Sommerwetter. Am Samstag lösen sich einzelne Frühnebelfelder rasch auf und danach geht es verbreitet mit viel Sonne bei strahlend blauem Himmel los. Im Tagesverlauf sind auch nur wenige hohe Wolken unterwegs und bei so viel Sonnenpower ist der UV-Index entsprechend hoch. Dazu erwarten uns im Odenwald Temperaturen um die 29 Grad. In den übrigen Regionen geht es meist hochsommerlich warm weiter mit Höchstwerten bis zu 32 Grad. Der Sonntag präsentiert sich ähnlich. Es gibt erneut super Badewetter, den Tag über scheint fleißig die Sonne und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen schrittweise an. Am Sonntag sind bis zu 33 Grad drin, in der neuen Woche bis zu heiße 35 Grad. Heiß wird's und heiß wird's auch heute Abend im Leichtathletikstadion in Paris. Moritz Yemisi Ogunleye stößt und da drücken wir natürlich die Daumen, denn sie könnte den Medaillensatz in diesem Jahr komplettieren. Ja, bei den Europameisterschaften in Rom Bronze geholt, Hallenweltmeisterschaft in Glasgow dieses Jahr Silber. Also jetzt fehlt nur noch die Goldmedaille bei Olympia. Also dann wünschen wir viel Erfolg, vielen Dank fürs Zusehen und ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende, tschüss.